Holt euch den Minischild rechts, indem ihr die Felsen wegschweben lasst. Lauft geradeaus, bis ihr zu dem Bubotop langkommt. Zieht sie mit Capere Tractum an euch heran und zielt... Oh, hallo Leute. Herzlich willkommen hier zu einer voll geilen neuen Folge von Harry Potter. Oh, okay. Und der Feuerkelch mit mir, dem Dagi LP. Und ich liebe dieses Spiel. Das macht mich total glücklich und... Ich habe so ganz leichte Probleme entwickelt durch dieses Spiel, aber das ist völlig okay und soll euch nicht weiter kümmern, denn wir werden heute weitermachen und ich habe voll Bock und wir müssen zwei Schilde finden. Beim letzten Mal habe ich das im verbotenen Wald probiert, da habe ich die ganze Zeit Klotzi, den Steinklotz, mitgeschleppt, der war uns aber keine Hilfe, genauso wie Ron. Deswegen haben Klotzi und Ron ganz schön viele Dinge gemeinsam, nur dass Klotzi ein bisschen attraktiver und schöner ist. Aber wir machen heute weiter mit der Hogwarts-Gelände-Aufgabe, weil ich habe mir hier so eine tolle, tolle Zusammenfassung rausgesucht, wo genau erklärt wird, wo diese Drecksschilder sind. Und ihr erwartet ja hoffentlich wohl nicht, dass ich mich da jetzt intensiv mit beschäftige, oder? Oder? Also alleine hier kurz zu googeln, diese 5 Minuten, die das gekostet hat, waren mir eigentlich schon zu viel Zeit dafür. Deswegen, ja, denke ich, ist das in Ordnung und wir gehen da jetzt einfach mal rein. Let's go. Voll viel Spaß, Leute. So, wir sind natürlich wieder Hermine, was sonst? So, und warum müssen wir jedes Mal die Sammelkarten manuell freischalten? Das ist voll doof. So, zack, wunderbar. So, naja, besser als gar nichts. Gut, also, jetzt sind wir hier wieder und, also, Hogwarts-Gelände. Dieses Level müsst ihr öfter spielen. Die Punkte 1 bis 5 könnt ihr in einer beliebigen Reihenfolge machen. Punkte, bla bla bla. Geht die Treppe hinunter, verzaubert den Antiobskuranten. Lauft nach, geht die Treppe herunter. Was für eine Treppe, Brudi? Hier sind zwei Treppen. Euch fehlen noch einige Schilde. Ja, Brudi, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist ja das Problem. Ich will ja gar nicht hier sein. So, geht die... Ach, hier die Treppe wahrscheinlich runter. Okay. Wir gehen die Treppe hinunter. So, jetzt sind wir hier. Da ist ein Antiobskurant. Was können wir mit dem machen? Hallo, Mr. Antiobskurant? Axio. Also irgendwie können wir nichts mit dem machen. Hallo. Ich glaube, den haben wir ja schon entdeckt, oder? Warte, was ist denn hier los? Also, links zu den großen Blöcken, lasst sie noch liegen und geht die kleine Schräge rechts von den Blöcken hinunter, um euch die Entschwindekarte zu holen. Dann lasst ihr die Blöcke zur Wand schweben, zwei übereinander und dann den anderen den Kletter... Den haben wir doch schon, glaube ich, diesen trimagischen Schild. Also wir sollen jetzt hier entlang laufen und dann sollen wir die aber erstmal liegen lassen und auf das Teil hier drauf. Genau. Ja, warum auch immer. Achso, nee, ich soll nur die Karte holen, okay. Ich glaube, wir türmen die trotzdem nochmal auf. Sicher ist sicher. Leute, bitte. Leute, Harry, was machst du da? Boah, Junge, ich krieg die Krise. Der regt mich so hart auf. Können die nicht einmal was vernünftig machen? Das gibt's doch gar nicht. Ron, hör auf, da rumzuhüpfen. Zauber jetzt mit. Ich meine das ernst. Ich bring euch beide um. Ich, wirklich, ihr seid so gut wie tot. So, das Ding da draufstellen. Da draufstellen. Ja gut, dann kommt der halt da drauf. Leute. Daniel, ey, nach diesem Spiel, ich schwöre, in der letzten Folge mache ich einfach meinen Disc kaputt. Ich habe gar keinen Bock mehr, Leute. Dieses Spiel ist der größte Scheiß, den sich je irgendjemand ausgedacht hat. Und es ist einfach nur nervenaufreibend. Nervenaufreibend. Okay, aber diese Stöhngeräusche, die mag ich. Hallo, Hermine, spring da... Okay. Okay, das kann man sich gut anhören. Das ist auch der einzige schöne Bestandteil an diesem Spiel. So. Können wir da jetzt bitte hoch? Hallo? Hallo, wieso komme ich da nicht hoch? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn mit dem? Was ist denn hier das Problem? Warum kommen die denn da jetzt nicht hoch? Ich will den oberen verzaubern. Wo ist Harry eigentlich abgeblieben? Ach, irgendwo da in der Ecke, keine Ahnung. So, wir müssen den wahrscheinlich vernünftiger da auftürmen. So, jetzt liegt er direkt an der Wand. Jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass das meine Schuld ist. Boah, Hermine, du sollst nicht da runterspringen. Du sollst gerade auslaufen und dann... Harry, geh mir aus dem Weg! Ich meine, wir waren da ja eh schon oben, Leute. Hermine, du sollst da... Die klettert da nicht... Die geht da nicht hoch. Die geht da einfach nicht hoch. Sag mal, bin ich blöd? Habe ich irgendeinen Knopf vergessen oder was? Also, da klettert sie ja auch selber hoch. Da... Ja. Ja, dann Ron, mach's vor. Lauf vor, geh da hoch.
Hallo, Hermine. Also, Hermine, bei aller Liebe. Ich hasse diese Steuerung, Leute. Ich mache hier gerade... Ich verarsche euch nicht. So. Ja, komm. Hermine. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Leute, dieser Scheißturm kam ich mal. Ich meine, wir waren da eh schon oben. Okay, wo ist der nächste? Es macht einfach Spaß. Auch dieses Mal geht ihr wieder die Treppe hinunter, geht jetzt die Schrägen neben den Antiobskuranten und lasst den Kessel schweben und werft ihn gegen die Wand. Stellt euch zu nicht so bla bla bla. Lasst die Blöcke einfach fallen und nehmt ihn mit. Okay, irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, wir machen es jetzt wie folgt, Leute. Also, wir müssen jetzt hier die Schräge runterlaufen. Wo wir auch schon mal runtergelaufen sind. Da ist eigentlich auch nichts Neues bei. Das haben wir eigentlich auch schon gemacht. Oh. Sowas habt ihr noch nie gesehen, was? Nee, haben wir allerdings nicht gesehen. Wir müssen die Kessel benutzen. Wir müssen jetzt erstmal hier die Ruhe bewahren, denn sonst kriege ich hier gleich nämlich einen Tobsuchtsanfall und dann sterben hier Menschen. Ja. Vorsicht. Sie sind ein wenig explosiv. Ja, das ist mir aufgefallen, Mad-Eye. Danke für die Info. Leute, geht mir aus dem Weg! Leute, ich will wieder Minecraft spielen. Ich will irgendwas spielen, was beruhigend ist. Irgendwas, was angenehm ist, was man gut so nebenbei spielen kann, wo man nicht dreht. Also ich meine, da kriege ich auch manchmal die Krise, aber das hier ist einfach anders frustrierend. So, Akio, kommt her. So. Meine aber, hier waren wir auch schon. Bin mir ziemlich sicher. So, da oben haben wir jetzt... Können wir den irgendwie mit Wingardium Leviosa erwischen, da oben? Nee, offensichtlich nicht. Okay. Da haben wir Schokofrösche. Die nehme ich jetzt mal ganz gekonnt mit. So, sehr schön. Gut, und jetzt machen wir hier den hier einmal. Aua, da habe ich mich selber ausgenockt. Das war natürlich äußerst gut. Danke, Hermine. So, zumindest kann ich die alleine so steuern. Das wäre unendlich nervig, wenn nicht. Wendet Aqua Eructo darauf an. Ich wende gleich auf dich Aqua Eructo an, Harry. Hör auf mich zu mansplainen. So, da oben ist das Schild. Und dieses Schild, das haben wir noch nicht. Und da gucken wir uns jetzt genau an, wie wir das bekommen. Also, was sagt denn jetzt hier diese komische, blöde Anleitung? Zertrümmert alle Wände und erledigt, sammelt die Dinge, die ihr dahinter findet. Feuerspeier, Antiobskurant, Schokofrösche etc. Zerstört auch die Springbrunnen ganz links, so erhaltet ihr Minischild. Ein Minischild. Ihr braucht 10 davon, um einen trimagischen Schild zu erhalten. Wenn ihr die erste Wand links zerstört, könnt ihr von dem neuen Raum aus auf die Plattform hinaufklettern, auf der die Drachenstatue steht. Von dort aus könnt ihr den Quadrat... Alles klar. Das ist ja gut. Also das kriege ich hin. So, aber erstmal müssen wir die Wand dann noch eben kaputt machen. Bumm. So. Und jetzt müssen wir, genau, irgendwie hier so lang. Und da müssen... Aua, Mann. Geh kaputt, du Ding. So. Hier müssen wir drauf, um auf die Drachenstatue zu... Aber, also, und jetzt sollen wir von hier... Ah, ja. Haha. Ron oder Harry, irgendeiner von euch beiden. Leute, ich schwöre euch, kommt jetzt hier hoch und macht mit. Meine Güte, ihr seid einfach zu blöd für die Welt. Ich will nicht mehr mit den beiden spielen, ich möchte nicht mehr. So, erstmal das Ding da runterschleppen. So, das haben wir schon mal geschafft. Ist ein guter Schritt, Leute. Und da müssen wir noch diese Brunnen kaputt machen. Wie auch immer das... Ach so, wahrscheinlich mit den Kesseln auch, ne? Würde ich mal denken. Leute, geht mir aus dem Weg. Geht mir aus dem Weg. Hochexplosiv. Oh, nice. Cool, und jetzt? Ah ja, so. Cool. Sammle 10 Minischilder. Wie viele haben wir denn? Ich sehe es nicht. Ist ja... Ach doch, da 8 Stück. Okay, das ist gut. Gut, okay. Aber da kriegen wir jetzt ein richtiges Wappen. Wenn mir die beiden Volltrottel mal helfen würden. So, dann ist die Folge zumindest nicht ganz sinnlos. Das freut mich gerade sehr. Die letzte Folge war sehr, naja. Ich bin echt froh, dass ich die erste trimagische Aufgabe gemacht habe. Sonst wäre die echt einfach komplett... Dann hätte man einfach nur Lebenszeit verschwendet. Aber vielleicht war es ja ganz unterhaltsam. Ich meine, Klotzi war schon ganz nett. So, okay. Dann einmal hier hoch. Und dann nochmal hier hoch. Und da sind wir.
Neue Moody-Herausforderung, Schwebe-Herausforderung, was auch immer das heißt. So, wieso ist die Aufgabe dann eigentlich immer sofort zu Ende? Ich will eigentlich noch mehr. Okay, das haben wir. Sehr schön. Okay, toll, toll, toll. Toll, 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 toll. Läuft bei uns. Gut, jetzt brauchen wir nur noch eine einzige, um weiterzukommen. Nämlich, Moment, wir schauen nochmal eben gerade ganz kurz. Nämlich, um ins Badezimmer der Vertrauensschüler zu dürfen. Das ist cool. Noch ein trimagisches Schild wird benötigt. Alles klar. Warte mal, ich guck mal eben hier. Geht wieder den Sammy und geht dann einfach an der Stelle vorbei, wo ihr gerade ein Schild geholt habt. Wenn alles normal, machen wir euch wie eine Wohnung. Geht den linken Weg vorbei. Erscheint ein Minischild, wendet ihr euch den Plattform mit. Alles klar. Gut, Leute, wir gehen nochmal aufs Hogwarts-Gelände. Ich hole mir da jetzt den letzten Schild. So wahr mir Gott helfe. Und, ja, vielleicht, ja, wird das ja auch was. Das wäre ganz toll. So. Gut, Moody, halt den Mund. Ich weiß, dass ich hier noch Schilder habe. Euch fehlen noch einige Schilder. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, jetzt sollen wir hier wieder lang. Ich laufe da einfach lang. La 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 la. Ich sehe aber nach unten. So, das machen wir kaputt. Sowas habt ihr noch nie gesehen, was? Sowas habt ihr noch nie gesehen, was? Wir müssen die Kessel benutzen. Hermine, halt die Klappe. Dankeschön. Um die Stützen zu zertrümmern, Ron. Genau, Ron. Versteh das doch. Vorsicht. Sie sind ein wenig explosiv. Ja. Okay, das Ding machen wir kaputt, weil das würde mich jetzt auch nerven. So. So, gut, da sind wir jetzt durch. Wir wollen hier einfach nur durchlaufen, Leute. Das ist das Ziel. Ich nehme mal hier diese Seite, weil auf der anderen Seite ist so ein blöder Feuersalamander, auf den ich gar keinen Bock habe. Okay, so. Jetzt nochmal den Kessel da und dann... So, sehr schön. Okay, da sind wir jetzt durch. Alles klar. Genau, da haben wir die Statuen können wir wahrscheinlich auch kaputt machen, oder? Ja, können wir. Also, ich würde mein letztes Hemd darauf verwetten, dass das nochmal was Spezielles bringt, wenn man die alle kaputt macht. Ah, haha. Jetzt brauchen wir nur noch ein Minischild und dann haben wir quasi ein neues, normales Schild gewonnen. Was ja mega ist. Und hier ist sogar noch, hier sind noch zwei Statuen. Ja, die machen wir natürlich auch noch kaputt. Eine Gleichberechtigung unter den verschiedenen Häusern. Wäre ja unfair, wenn ich nur zwei kaputt machen würde. So. Haben wir da auch wieder was rausbekommen? Ah, nur Bertibots Bohnen, okay. Okay, dann machen wir noch die letzte Statue kaputt, aber da würde jetzt wahrscheinlich kein Minischild rauskommen, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Okay, nur so ein paar gammelige Bertibots Bohnen. Egal, Leute, lief doch schon mal ganz gut. Dann laufen wir jetzt weiter hier in diese Richtung und holen uns irgendwas, weil hier noch gesagt wurde, dass hier irgendwas zu holen ist. Und ich... Welcher Mensch denkt sich denn sowas aus? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine... Aber wisst ihr, was ich noch nicht gemacht habe? Diese Brunnen zu zerstören. Also glaube ich zumindest, dass wir das beim letzten Mal nicht gemacht haben. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Und vielleicht haben wir dadurch noch die Möglichkeit, ein Minischild zu bekommen. Weil hier war ich ja schon mal. Hier ist ja alles zusammengestürzt letztens. Na, komm schon. Ah, Mist. Sag mal, wieso kriegen wir das nicht hin? So, das geht, das geht. So, töte, töte, töte. Mach's doch jetzt kaputt. Dankeschön. Oh, da ist wieder der süße kleine Hase. Meine. Au. So. Das Ding ist auch kaputt. Oh Gott, das sind richtig viele. Meine. Ich mach mal besser die Feuerstellen kaputt, weil sonst haben wir hier noch lange Freude dran. Die Statuen können wir auch kaputt. Ja, wir machen hier gleich alles kaputt, was möglich ist, Leute. Da können wir schon mal den Brunnen kaputt machen. Sehr schön. Aber hier erstmal noch die Feuerstelle. Aber beim letzten Mal habe ich die nicht kaputt gemacht, die Brunnen und die Statuen, oder? Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. So. Okay. So, das haben wir auch. Ja, das juckt uns nicht. Das haben wir schon mal irgendwie. Dann ist ja nur das Level vorbei, ne? Da haben wir jetzt keinen Vorteil drin. Ja, nee, sorry, Hase. Du musst leider auch sterben. So, und jetzt machen wir Statuen und Kessel kaputt. Ich meine, Brunnen und Statuen, genau. Gott. Okay, die haben wir beide geschrottet. Können wir die Dinger jetzt auch noch kaputt machen? Ja, können wir.
Ich hoffe, das bringt mehr als einfach nur ein paar Birtiebots Bohnen. Ja. Ah. Sieht nicht so aus, als... Ah, doch, da ist noch ein Brunnen. Okay, dann holen wir uns den auch noch. Okay. Sieht aber immer noch nicht so gut aus, aber dann haben wir hier wahrscheinlich noch einen vierten Brunnen. Ich hoffe, die Mechanik funktioniert so, dass wenn man alle Brunnen zerstört hat, dass man dann irgendeine besondere Belohnung bekommt. Und ja, hier ist noch einer. Okay, dann machen wir den natürlich auch noch kaputt. So, komm schon. Irgendwas Besonderes. Och, Mann. Ich dachte, da kommt jetzt was Cooles raus. Nee, aber ich will die Statue, also die Stützen da nicht kaputt machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das haben wir schon mal gemacht und irgendwie bringt das ja nicht wirklich viel. Wir laufen jetzt hier alle nochmal kurz durch, laufen zurück und die andere Strecke entlang. Weil ich will nicht aus dem Level hier rauskommen, ohne das letzte Schild gefunden zu haben. Das ist mein Folgenziel heute. So, Harry, Ron, beeilt euch. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, außerdem regnet's. Ich bin schon ganz durchgenässt und möchte eine heiße Schokolade im Gemeinschaftsraum trinken. So, wo bin ich? Achso, hier geht's lang. Ha. Okay. Wo sind die beiden? Ach, da sind die. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Ah, nee, warte, wir müssen hier lang. Wow, wie schnell ist denn Harry jetzt zu mir gekommen? Holy shit. So, und dann kann man nämlich hier noch lang gehen. Genau. So, was ist mit den Teilen hier? Wingardium Leviosa. Ja, Wingardium Leviosa. Aber ich kann hier auch schon so durchlaufen, oder? Aua. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Hui, Steine auf Hogwarts schmeißen. Ach, wie toll. Das ist doch wundervoll. Gut, aber für mehr braucht man die Dinge nicht, ne? So. Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Das frage ich mal eben die schlaue App. Einmal geht's noch, lauft so wie 4x4 und dann den Weg ab links. Die Treppe hinunter. Dann lass den Zauber ganz nach rechts schweben. Okay, okay, okay. Ja, dann müssen wir jetzt hier lang und dann irgendeinen Zauberblock schweben lassen. Ich glaube, hier bin ich auch noch nicht lang gegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann hier auch direkt unseren Schild finden, ist da gar nicht so unwahrscheinlich. Genau, da ist der Zauberwürfel, mit dem wir irgendwas machen sollen. Wahrscheinlich da bis zum Ende fliegen lassen. Wingardium Leviosa. Macht hinne, Jungs. Ich schwöre es euch. Das Let's Play wäre nur halb so lang, wenn die beiden nicht so komplett verstrahlt wären. Ist einfach so. Ist einfach. Ist einfach die Wahrheit. So. Genau, okay. So, das haben wir geschafft. Nee, warte mal, wir waren hier wohl. Aber das... Wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Ja, wir machen jetzt erstmal all die Feuerdinge aus. Ich denke mal... Ich hoffe mal nicht, dass man dafür irgendeinen Zauber braucht. Sondern, dass es sich irgendwie anders, also, dass es irgendwie anders möglich ist. Ich gucke jetzt gleich nochmal auf die App. Weil ich will hier nicht gehen, bevor ich nicht dieses letzte Schild habe. Da oben ist auch nochmal ein Schild. Also, eins der beiden Schilder muss man doch locker bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle nur durch spezielle Zauber zu erreichen sind, die wir noch nicht kennen. Das kann ich mir nun beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Oh, Hermine steht auch nicht da. So, das haben wir auch. Sehr schön. So. Oh, Hermine. Haben wir es geschafft? Ist das Ding kaputt? Ja, okay. Und jetzt der letzte. So, sehr schön. Toller Zauber, dankeschön. Gut, das haben wir alles erledigt. Und jetzt haben wir trotzdem dasselbe Problem. Wir müssen irgendwie zu dem Schild in der Mitte. Wenn ich mir das jetzt nicht selber erschließen kann, dann werde ich mir Hilfe suchen. Aber gucken wir mal gerade ganz kurz. Weil hier ist ja noch so eine Art Eingang. Aber der ist genauso wie drüben, ne? Accio reicht auch nicht. Nee, reicht auch nicht. Oder was wäre eigentlich, wenn Accio stärker wäre? Also wenn ich ein stärkeres Accio beherrschen würde. Dann wäre das machbar, oder? Wahrscheinlich. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Da müssen wir mal ein bisschen mehr Karten vielleicht in Accio reinbuttern. Wobei, da ist wieder so ein Steinklotz. Leute. Harry. Harry, wo bist du? Was machst du da?
bist du geistig zurückgeblieben? Komm hier durch. Hier, guck mal, du kannst da langlaufen. Ja, noch ein Stückchen, gleich hast du es geschafft. Boah. Ja, Leute, ist das Leben nicht schön? Ist das Spiel nicht toll? Helft mir jetzt sofort. Danke. Danke, danke, danke. Was eine schwere Geburt für etwas, was eigentlich gar keine Zeit beanspruchen sollte. C, Block bewegen, okay. Warte mal, wo müssen wir jetzt? Warte, wir müssen erstmal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Kann ich hier hoch? Wahrscheinlich. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Wingardium Leviosa. So, Jungs aus dem Weg da. Ja gut, da sollte der jetzt eigentlich auch nicht stehen. Sondern davor. Reicht das? Komme ich da hoch? Hallo? Man muss so genau sein, damit das Ding einfach gerade steht. Das ist so ätzend. Sorry, Leute, wenn ich die ganze Zeit über das Spiel herziehe. Aber es macht es mir auch echt nicht einfach, ne? Ich denke, ihr seht das. Ich gebe wirklich mein Bestes. Nein, Harry, du sollst nicht da drauf stehen. Du sollst einfach nur das Ding hochbefördern. Und nicht dabei dich erschlagen lassen, mein Gott. Nicht da drauf gehen, habe ich gesagt. Boah, Harry, halt ins... Wenn du da noch einmal hochkletterst, dann... Jungs, ihr sollt da beide nicht drauf gehen. Hier ist zu eng für uns alle drei. Wie sollen wir das Teil denn hier hochbefördern? Das erschlägt uns doch jetzt. Genau das meinte ich. Geht jetzt runter. Danke. Ron, du auch. Runter hier. Mann. Genau, nicht hochklettern. Einfach nur... Und auch nicht erschlagen lassen, Harry. Danke. So, und jetzt holen wir uns das Teil hier nach oben. Genau, so, sehr schön. Das ist doch schon mal ein Ansatz. Danke, meine Fresse. So. Jetzt machen wir dieses dreckige Tor auf. Sorry, Leute, dass meine Ausdrucksweise so ein bisschen ranzig gerade ist, aber ihr fühlt das, was ich fühle, oder? Sag mal, kann ich das nicht alleine öffnen, oder? Hallo, Hermine. Hermine, sag mir bitte, dass du das alleine öffnen kannst. Hermine, bitte. Hallo. Ach, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hä, normalerweise kann die doch auch vielleicht mit gottgleichen Kräften. Komm, gottgleiche Kräfte. Das muss doch reichen. Ich habe meine göttlichen Kräfte aktiviert. Jetzt komm schon. Geh auf. Geh auf, du blöde Tür. Denn das wäre ganz toll. Es kann doch nicht sein, dass ich Hilfe von zwei Idioten brauche, die hier nicht mal hochkommen können, weil die nicht draufkommen. Hä? Capere Tractum. Jungs, was macht ihr denn da? Das ist ja eine gute Leistung gewesen. Das erste Mal, dass ihr nicht komplett scheiße seid. Wir haben's... Dass ich das nochmal erleben werde. Ihr habt etwas gemacht, was in Ordnung war. Ihr seid nicht komplett beschissen. Also, naja, eigentlich schon. Wow, die waren mir zum ersten Mal in diesem Let's Play eine Hilfe. Ich bin beeindruckt. Wenn sie jetzt nochmal schaffen, hier hochzukommen, dann Prost Mahlzeit, Leute. Oh. Oh. Nicht runterfallen, Hermine. Natürlich, wir müssen mal eben hier so lang. Aber ich glaube, wir schaffen es. Ja. So, Harry, du bleibst jetzt einfach da stehen. Guck mal, du hast gerade ein Lob von mir bekommen. Das sollte eigentlich zeigen, dass ich nicht voreingenommen bin. Sondern einfach nur sehr schnell, sehr aggressiv. So. Ja. Ja! Ja! Oh, oh Gott!
Gott, ich hab's geschafft, Leute. Was war das denn für eine schwere Geburt? Holy shit. Und die beiden haben mir zum ersten Mal im Leben dabei geholfen. Das ist okay. Oh, ich hätte gedacht, dass ich das nicht hinkriege. Holy shit. Oh Mann, ey. Aber es klappt, Leute. Es hat funktioniert. Und ich habe irgendwie gefühlt 2 Millionen Schweißperlen auf der Stirn, die man aber dank der 480p, die ich niemals verbessern werde, weil mir das Spiel scheißegal ist, nicht sehen kann. Und das ist gut. So. Ja, da haben sich die Bertie-Bots-Bohnen auf jeden Fall redlich verdient. Sehr gut, Leute. Das heißt, wir können nächste Folge endlich in einen neuen Bereich gehen, nämlich ins Vertrauensschülerbad. Und ich bin schon... Nein, ich bin eigentlich gar nicht gespannt. Aber wir können in eine andere Aufgabe gehen, das wollte ich damit sagen. Vielleicht hat euch die Folge ja heute gefallen. Wenn ja, seid ihr seltsam, aber auch sympathisch. Ich mag euch. Und dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Ich freue mich sehr auf euch und wünsche euch bis dahin einen wundervollen Tag. Ciao zusammen.